Im Ruperti-Winkel gibt es viele schöne Flecken. Das zur Gemeinde Anger gehörende Kloster Högelwörth ist ein solcher. Einst vom Salzburger Erzbischof Konrad I. gegründet, fiel es 1810 an Bayern. Dadurch entging es zwar der Säkularisation, wurde aber trotzdem einige Jahre später aufgelöst. Das ehemalige Augustinerstift präsentiert sich direkt am Ufer des reizvollen Högelwörther Sees. Mit bis zu 10 Metern Tiefe bietet das Gewässer einen für viele Fischarten und Wasservögel ausreichenden Lebensraum. Ein gepflegter Rundweg lädt zu einem Spaziergang ein.